So, hallo, heute möchte ich dir mal zeigen, wie man eine Wildhefe ansetzt. Jeder fragt sich bestimmt, was ist die Wildhefe und für was benutzt man sie beim Backen? Die Wildhefe ist praktisch der Ersatz für einen Hefewürfel, hat den Vorteil, man hat immer was zu Hause, man kann sich das immer wieder neu ansetzen, vermehren und man kann auch in jede Geschmacksrichtung gehen. Vorteil ist ja zum Beispiel, wenn man in die herzhafte Richtung geht, hier haben wir ein wenig Basilikum und Thymian, das nimmt man gerne für Pizza oder Kräuterbrote. Oder auch hier mal Orange, Zitrone eignet sich sehr gern für Hefeteiche, für Süßteiche. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Die Rohstoffe sind nur aus Wasser, das Obst und Honig. Wichtig ist dabei, dass man kein Obst nimmt, wo geschwefelt ist. Es soll dann entweder Bio sein oder frisches Obst oder getrocknetes. Und was am besten dazu geeignet ist, ist hier so ein Wegglas. Das ist jetzt vorher im Ofen sterilisiert worden. Dann geht man einfach dann her, tut die Früchte rein. So, wie man jetzt hier sieht, haben wir hier unsere fertige Wildhefe in unseren Gläsern angesetzt. Ist jetzt nur die Frucht drin, das Wasser und der Honig. Das Ganze wird jetzt zwischen 3 und 6 Tage an einem warmen Ort reifen lassen. Das ist jetzt wichtig. Durch das, dass es frisch angerührt ist, das Obst setzt sich jetzt erst noch, aber dann mit der Reifezeit steigt das Obst nach oben. Es bilden sich dann Gärblasen. Wenn sich dann keine Gärblasen mehr bilden, senkt sich wieder das Obst nach unten und dann ist die Wildhefe gelungen. Die muss dann ein wenig so nach Säure, nach Wein riechen und dann ist die Wildhefe fertig. Ganz wichtig bei dem ganzen Prozess, bitte nicht den Deckel fest verschließen. Die ganze Zeit bleibt der Deckel offen und am besten obendrauf eine kleine Nylonstrumpfhose oder ein Fließtuchspann, dass keine Mückchen reinkommen. So, und wenn das Ganze gelungen ist, dann werden wir dann in Kürze demnächst einmal mit euch einen Hefezopf backen und keinen Hefewürfel benutzen, sondern entweder die süße Wildhefe mit Orange, Apfel oder wir haben auch noch Birne gehabt oder Zitrone. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was rauskommt.